Mezcal ist eine Agave-Spirituose, die ist hergestellt in kleiner Brennerei in Mexiko. Es ist ein Getränk, das ist sehr beliebt und langsam ist jetzt weltbekannt. Ich bin Christian Schrader, ich bin ein Mexikaner, die wohnt in Berlin seit 8 Jahren jetzt. Ich komme vom Guadalajara, Jalisco, das ist die Land von den Mariachis und der Tequila. Und ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich habe auch diese zweite Nationalität, ich habe den deutschen Pass. Und genau, ich wollte auch meine deutsche Wurzel auch erkennen. Die erste Jahre war schon ein bisschen kompliziert, weil ich konnte auch kein Deutsch, so ich habe zuerst Deutsch studiert. Aber ja, so verschiedene Jobs habe ich auf jeden Fall gemacht. Die haben mir sehr geholfen für Smalltalk und ein bisschen mehr so, um die deutsche Sprache zu verbessern. Und dann kam die Projekt Agavera. Agavera ist eine Distributionsplattform, die fokussiert sich auf Education rum alle Agave-Spirituosen, die von Mexiko kommen. Ich bin auf die Idee gekommen von Agavera, weil ich hatte schon Interesse mit Agave-Spirituosen zu arbeiten. Und ich habe schon als Fahrkurier gearbeitet und ich dachte, dass man konnte das gut vereinbaren, die Geschäft von Agavera in eine umweltfreundliche Distribution mit dem Fahrrad. Am Anfang gab es auf jeden Fall ein paar Schwierigkeiten, weil ich hatte das verbunden mit als Fahrkurier. Ich hatte schon ein paar Unfälle, das war auf jeden Fall, hat alles ein bisschen mehr kompliziert gemacht. Die Industrie ist auch ein hartes Business. Gibt viel Konkurrenz, gibt Bubel Leute, aber gibt auch natürlich viele nette. Auf jeden Fall oft Situationen mit Steuer, die sind nicht so leicht für mich selber. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, so diese ganze Fachsprache kann schon sehr hart sein. Als Mexikaner, man sieht die Stimmung von Menschen, man macht den Vertrieb und man macht die Education für die mexikanischen Spirituosen, so wie die Leute das erkennen und genießen auch. Das bringt mir ganz her, das ist eine große, große Motivation und warum mache ich das, was ich mache. Die Spirituosen waren sehr, sehr geschmacksvoll. Also ich glaube, was die alle gemeinsam haben, ist, dass sie natürlich schmecken. Christian hat das ganz toll gemacht. Er hat uns durch Mexiko geführt. Bisher dachte ich immer, dass Mezcal und Tequila gleich sind, aber er hat uns feine Unterschiede gezeigt. Und natürlich auch die Reise nach Mexiko, die jetzt voll regelmäßig, das ist auch etwas, ich finde es super positiv, weil man bleibt in Kontakt mit beiden, meine deutsche und meine mexikanische Wurzel. Es bedarf viel Geduld, um Mezcal herzustellen. Und ebenso viel Geduld, es um Deutschland beliebt zu machen.